kann hier. Moment, 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 Moment. Bauwerk. Dünnes Leder mal 4. Das könnten wir da haben. Den Formstein habe ich da. 8 mal Blech habe ich nicht da. 20 mal Mörtel habe ich auch nicht da. Hartholz habe ich da. Also kann ich mir das Ding jetzt auch erstmal abschminken. Und es bringt mir auch nichts, weil ich keinen Amboss dabei habe. Oh Gott. Dünnes Leder mal 8. Nee, habe ich nicht. Balken hätte ich da. Amboss regionale Ressource. Wird mir schlecht, wenn ich das schon wieder höre. Da bleibt ja uns nichts anderes übrig, als nochmal. Ach du Scheiße. Wo ist es denn? S und Amboss. Oh Mann. Ja, wir bauen mal noch eine S und eine Amboss, eine zweite. Wir haben ja nicht genug von dem Zeug. Das Spiel hasst mich mittlerweile. Kann das sein? Herstellung. Vom Pech verfolgt, ey. Ja, Hammer, ja. Mal gucken, ob wir alles zusammenkriegen. So. Formstein habe ich im Lager. Lehm glaube ich auch. Hartholz auch. Dann gießen wir als erstes mal den Amboss. Ausrüsten. Die Kelle. Ich glaube, ich brauche da 8 Barren Eisen für den Amboss, ne? Ach nee, der war ja ganz woanders. War der denn hier bei Schmelzen? Jo, da ist er. Ach, wir brauchen ja auch noch einen Lehmabdruck dafür. Ach, shit. Acht Barren aus Eisen. Die haben wir da. Guck mal, wir können theoretisch gesehen den Kram schon herstellen. Unregelmäßige Legierung. Das hergestellte Produkt erbt die Region der Zutat. Das ist auch ganz gut so. Zweimal Kupferplatte, einmal Silberklumpen. Klumpfen. Einmal Silberklumpfen. Wasterkussbarren. Die sehen ganz anders aus hier. Das sind doch keine Barren, das sind doch Platten hier, oder? Barren aus Klumpen. Hier ist ein bisschen was kaputt, kann das sein? Naja, mal gucken. Also brauchen wir. Eisen ist kein Thema. Wir brauchen dann jetzt noch. Ach, shit, wo ist denn. Das Rezept dafür? Hier. 20 Lehm und. Zweimal Wasser. Das heißt, wir brauchen 40 Lehm. Wir gehen mal schnell Lehm holen.
Na komm, 40 Leben, das kriegen wir hin. Das machen wir mit einer Schaufel. Hui. Bom. Apropos, habe ich die Schaufel vielleicht dabei? Okay. Lehm war hier irgendwo um die Ecke. Da hör ich noch irgendwo? Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich Lehm zu Hause habe, aber ich glaube, im Lager war nicht mehr. Schläferszange. Juhu. Wo war denn der Mist? Wahrscheinlich schon dreimal dran vorbeigerannt hier. So, Karte. Ja, ich bin vorbeigerannt, wenn ich es richtig sehe im Moment. Da. Laut Karte, da ist irgendwo Lehm. Ich renne da jedes Mal dran vorbei. Ich weiß auch nicht warum. Hier so, irgendwo. Ja, genau. Boah. Tja, gute Frage, nächste Frage. Ist das noch Lehm? Oh, das ist schon wieder Fußboden. Lehm. Das auch? Das ist Lehm. Na dann. Inventar. Baue eine Steinstraße. Nee, das möchte ich nicht. Gucken wir mal. So, das reicht locker. Dann, bevor ich mich jetzt dünne mache. Da. Lehm. Ach, Wasser fehlt. Aber es ist 20 Mal, das passt. Okay. Dann machen wir uns doch mal dünne. 20 Lehm für das andere. Ab nach Hause. Können ja demnächst einfach mal. Also, ich wahrscheinlich eher off camera. Wenn ich Langeweile kriegen sollte. Ich glaube nicht, dass das passiert in der Größenordnung. Dass ich einfach mal eine Straße hinbaue. Das hatten wir früher mal. Also, wo ich jetzt nicht Let's Played aufgenommen habe. Mein allererster Spielstand, da haben wir mit einem Kumpel da. Haben wir zu einer Lehmgrube oder so auch eine Straße gezogen. Also ganz einfach, einfach nur Boden platt gehauen. So, habe ich die Tür wieder zugemacht? Wahrscheinlich nicht. Und ist wahrscheinlich über kurz oder lang sinnvoll, es irgendwie zu kennzeichnen. Vor allen Dingen, wenn man mehr braucht, dass man mit dem Karren mal hin und zurück und so. Genau, Wasser. Zweimal oder so. Wir haben ja jetzt einen Brunnen, da geht das. So. Dann das da. Also ich brauchte noch Lehm für. Hab ich gerade gefragt, was brauche ich noch Lehm? 20 Lehm für das Ding. Schönen Dreck, ey. 20 Steine. 30. Ich glaube nicht, dass ich 30 Steine mit drüber kriege. Nee, kriege ich nicht. 20? Ich glaube, 20 waren gerade so drinnen, ne? Jo.
lass das. Ah. So, dann brauchen wir noch 10 davon. Amboss Gießenbegleich, einmal Hartholz. Ich merke gerade, ich habe aus den ganzen Hartholzdingern Kohle gemacht. Scheiße. Irgendwas ist ja immer. So, 10. Das Hartholz? Jo. Ich brauche eine Säge. Ja. Moment. Halt, einer reicht. Haben wir doch fast alles da. So, geh weg. Dann sollten wir die beide abwechselnd in Schuss halten, weil wenn einer flöten geht, dann haben wir wenigstens noch einen Ersatzofen da. Hä, ist jetzt wieder ganz? Hä? Hab ich mich vorhin doch nicht getäuscht? Moment. Ich meine, wir bauen den Ofen jetzt trotzdem den anderen, aber... Könnte ich jetzt eigentlich... Kann ich da jetzt... Moment, wie viel brauche ich eigentlich für Nägel? Wahrscheinlich 10 Stück, oder? Wenn ich jetzt richtig sehe. Nee, da wollte ich hin und dann da. Ja, 10 Klumpen für Nägel. Aber ist die Frage, muss das Eisen sein? Könnt ihr auch Silbernägel benutzen? Vielleicht welche da. Wir testen das mal. Den Schmied haben... Hat's mir jetzt die Kohle aufgefressen? Ach so, weil ich nicht ausgemacht oder ausgekriegt habe, hat's mir jetzt die Kohle gefressen. Das ist ja auch geil. Ugh. 10 Kohle. Den Schmied haben wir ausgerüstet? Nö. Sollte ich vielleicht mal tun. So. Schmieden, Metallwerkzeug, Nägel. Nee. Silber geht tatsächlich nicht, aber das Wostakus-Zeugs scheint zu gehen. Und eventuell Kupfer. Na komm. Kupfer habe ich aber nicht da. Doof. Gut, dann machen wir das Ding lieber aus. Also erholt sich der Ofen für... kurze Zeit dann wieder. Interessant. Naja. Achso, jetzt hätte ich auch die Kohle. Ach, ja, ja, ja. Irgendwas ist ja immer. So. Wieso kann ich hier auf Schmelzen klicken? Achso, ja, weil das Ding... Schon gut. Da lasse ich mich jedes Mal verarschen. Ich denke jedes Mal, juhu, Schmelzen, weil... Aber das Eisen ist ja noch nicht. In der Zeit ja mal den Juwelierkasten noch aus dem Dings herausziehen. Wer ist das? Jo. Schmuck herstellen. Gold, Silber.
mach mal. Was kostet das? Einen. Okay, mach mal 5 Ringe oder so. Oh Gott, das braucht lange. Moment. Hätte ich vielleicht nur. Ich meine ja nur. Da fällt mir gerade ein, ich muss das Denkmal noch irgendwie pushen. Da kann ich die ganzen Ringe dann reintreten. So, lass das mal mit einem Ring, das reicht dann. Bringt Glück. Oh, cool. Oh, ich könnte noch einen zweiten anlegen. Na, dann machen wir doch gleich noch einen. Wenn die Qualität natürlich höher ist, dann bringt es auch mehr Glück. Sehr schön. Das können wir gebrauchen. Dann sind die Drops von lokalen Ressourcen noch ein bisschen mehr und so. Dann gehen wir gleich mal zurück in den Ofen. Der sollte ja so ungefähr so weit sein. Müssen bestimmt nochmal Feuer machen. Sehr schön. Ach, verdammt, ich drücke immer die falschen Tasten. Wie sieht es bei dir aus? Bringt Glück. 1,52. Da sollten wir noch einige herstellen. Glück 3. Naja, immerhin. Ich höre den Rennofen nicht, weil der Ton spinnt. Ernsthaft. Ah. Wieso hat das jetzt die ganze Kohle gefressen? Schon wieder. Kann ich das mitnehmen? Ja. Bong, bong, bong. Ach, Moment, das kriege ich nicht rausgezogen. Verdammte Axt. Wieso hat das jetzt 9 Kohle gefressen in der kurzen Zeit? Ich komme jetzt gerade verarscht vor. So, 28, das sollte gehen. Jetzt aber wirklich, wieso hat das so viel Kohle gefuttert? Ich meine, klar, das verbraucht sich jetzt. Logisch. Aber das kann doch nicht in der kurzen Zeit. Ich habe jetzt 2 Ringe hergestellt. Da kann das doch nicht 9 Kohle auffressen und einfach ausgehen. Ich meine. Das Spiel will mich doch heute mobben, oder? Ich sollte aber was essen, merke ich gerade. Also in-game. Out-game kommt dann später. Können wir zwischendurch nochmal zu den Hühnern gucken. Was haben wir denn hier oben? Glück, passiv. Du bist heute glücklich. Sehr schön. Sicherlich, guck mal. Das war 28 Kohle. Es hat jetzt schon 6 Kohle gefressen. Was ist das denn? Gut, vielleicht, wenn ich jetzt so ein bisschen drauf drücke hier auf dem Blasebalg, dann klar, dann geht es mal ein bisschen mehr, aber es bringt ja auch den Eisenladebalken schneller hoch. Das ist nicht effizient, das Ding. Absolut nicht. So, noch einen. Nein, kann ich nicht gießen, weil knapp davor. Manchmal, ne? Jetzt? Ja, jetzt. Amboss, danke. So, Rennofen verwalten. Einmal aus damit, aus die Maus. Dann brauche ich jetzt den Hammer. Brauchen wir erstmal ein paar Reparaturkits. Also brauchen wir Nägel. Bauen wir einfache Konstruktion. Müssen wir jetzt noch ein paar Dings umschmelzen. Ich hätte das auch gar nicht in dem Ofen. Nein.
Ja, nee, das wollte ich nicht gucken. Ich hätte das auch gar nicht in dem Ofen umschmelzen brauchen. Ich voll Fröbel. Rennofen verwalten. Ja, den hier nehmen können, aber ich glaube, der Ofen hier ist effizienter. Also, das war jetzt besonders schlau. Immer noch Kohle. Die ist nicht so schön. Hier jetzt gelassen. Ach da, unter dem Holzbalken. Irgendwer meinte in den Kommentaren, mein Inventar sieht aus wie ein Wimmelbild. Die Folge war, glaube ich, schon ein bisschen älter, aber ja, ich glaube, ich habe in der Vergangenheit, das hatte ich da auch schon geantwortet, ein bisschen viel Grimtails gespielt. Das könnte so sich aus der Ecke her ja, ergeben haben, ne? Das hat so abgefärbt. Der Messi-Wahn, der nimmt Überhand.